Was geht ab, meine liebe Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo nur wunderschöne Menschen zu sehen. Freunde, ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Wir haben einen weiteren neuen Song von Elif. Und mittlerweile müsste jeder Mensch auf diesem Planeten wissen, dass ich ein mehr oder weniger großer Elif-Fan bin. Ich sag's, wie es ist. Ja, es ist ein kleines Geheimnis. Nein, aber ich mag Elif sehr, sehr gerne, Freunde. Wir haben uns letztens tatsächlich auch noch ihre beiden Vivo Rounds Sachen angesehen. Die könnt ihr euch gerne hier oben im E-Mail geben. Das sind Live-Performances von Vivo, wo Elif live gesungen hat im Studio. Also live in so einem Studio von Vivo, ja. Aber es ist live gesungen. Falls ihr da meine Reaction zu sehen wollt, schaut es euch gerne an, Freunde. Und wir werden uns auf jeden Fall, wenn es da keine Probleme gibt, das O2-Konzert von ihr auch ansehen. Eine halbe Stunde lang, da habe ich mega Bock drauf, wo sie auch live performt hat. Da freue ich mich sehr drauf, das werden wir auch noch angehen. Also, Freunde, könnt ihr gerne ein Abo dalassen, falls ihr neu sein solltet. Jetzt haben wir aber erst einmal von Elif, du liebst nur dich selbst. Ich bin sehr, sehr gespannt, falls euch wundert, warum ich nicht abonniert habe. Ich bin mit meinem englischen K-Pop-Kanal hier drin und nicht mit meinem Deutschen gerade, deswegen habe ich hier nicht abonniert. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, Freunde. Ich werde euch auf jeden Fall auch nochmal, falls ihr das Album Nacht kaufen wollt, die Albumbox von Amazon in die Beschreibung packen. Supportet gerne und gönnt euch die Box gerne, falls ihr euch was erlauben wollt. Mein Magen hat gerade sehr geknurrt, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Das Video ist von Say My Name, Sebastian Mofka, Oliver Mofka Hair Maker, wie immer von Saskia Krause. Unglaublich talentierte junge Dame. Ansonsten Songcredits. Wir haben, das Ganze ist produziert von Bee Gees und Yannick Stärk. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Ich weiß genau, was ich erwarten soll. Elif, du liebst nur dich selbst. Ich glaube aber, es ist ein Song an ihren Ex. Das habe ich, glaube ich, auf Instagram so mehr oder weniger mitbekommen. Ich bin aber sehr gespannt. Wir hören rein, Freunde. Let's go. Du liebst nur dich selbst. Es geht direkt los. Und das Geld, wieder Drogen bestellt. Kein Wort, das du hältst. Du liebst nur dich selbst. Ey. Direkt, also ich liebe es, dass es direkt einfach anfängt. Es fängt direkt an mit ihrer warmen, einzigartigen Stimme. Die Melodie kommt mir bekannt vor, irgendwie. Kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, aber wir hören rein. Nur dich selbst, den Fame und das Geld, wieder Drogen bestellt, kein Wort, das du hältst, du liebst nur dich selbst. Ich lieg wieder wach, bis ich. Ey, sehr, sehr schönes Video. Ich liebe das, dass man so Rough-Footage-Aufnahmen hier hat. Wieder wach, bis tief in die Nacht und du bist nicht da. Ich seh dich so, wie niemand dich vorher gesehen hat. Boah, ich liebe ihre Stimme. Ich muss es jedes Mal wieder sagen, weil sie so einzigartig ist. Ich nehm dich, wie du bist, mit allen deinen Fehlern. Ich denk die ganze Zeit nur, wann sehen wir uns wieder? Doch in deinem Kopf dreht es sich nur um Kokaina. Du hast so viele Dämonen, es geht immer nur ums Ego und keiner. Holy shit, Mann, holy shit, Mann. Du hast so diese Stimme hier, diese Stimmcontrol, diese Voice Control. Kopf dreht es sich nur um Kokaina. Du hast so viele Dämonen. Es geht immer nur ums Ego und keiner lügt. Ganz kurz auf Topic, Freunde. Ich weiß, ich pausiere oft, es tut mir leid, aber ich liebe diese Nägel. Ich liebe diese Nägel. Halb schwarz, halb rot. Nice. Und keiner lügt so schön wie du. Deine ich liebe die Melodie. Nur Placebo. Zwischen uns ist immer geht so. Sag mir nicht, dass du mich liebst. Du liebst nur dich selbst. Oh. Den Fame und das Geld. Was ein starker Song. Jede Zeile dafür. Die Stimmung zwischen uns immer geht so. Wie sie das beschrieben hat. Keiner lügt so schön wie du zum Beispiel. All diese Sachen. Und ich mag es, dass man einfach kein richtiges Musikvideo hat, sondern halt so den Entstehungsprozess aus dem Studio hat und so ein bisschen B-Side-Footage irgendwie. Ich liebe den Vibe. Ich lieb's, du liebst nur dich selbst. Den Fame und das Geld. Wow. Wieder Drogen bestellt. Kein Wort, das du hältst. Du liebst nur dich selbst. Ich lieg wieder wach. Bis wow. Ihre Stimme, Mann. Und du bist nicht da. Alle hören dir zu, doch niemand deinem Herzen. Millionen schwer, doch du weißt selbst nicht, was du wert bist. Boah, holy shit, Mann. Holy shit, solche Songs kann Elif immer noch am besten, meiner Meinung nach. So einfach das Herz ausschütten, weißt du, einfach so klaren Tisch machen. Weil man bei ihr so viel
irgendwie mitfühlen kann, finde ich, weil sie es schafft, einen so reinzuziehen in diesen Bann, dass man halt nicht nur auf den Text irgendwie so nebenbei achtet und sagt, ja, ist ein schöner Vibe, sondern man fühlt es ein Stück mit irgendwie, finde ich. Sie kann es gut rüberbringen. Millionen schwer, doch du weißt selbst nicht, was du wert bist. Ich sehe, dass deine blauen Augen schwarz und leer sind. Wenn du so bleibst, wirst du mit 27 sterben. Sagst, dass sie. Auch wie sich jetzt im Hintergrund dieser Beat so weiter aufbaut wieder, wenn es ein bisschen lauter und ernster wird. Das ist ein richtig, richtig guter Song, Mann. Wenn du so bleibst, wirst du mit 27 sterben. Sagst, dass die anderen schuld sind. Es für dein Verhalten ein Grund. Schöner Flowchange. Dass du für Liebe zu dumm bist und ziehst dann wieder mit den Jungs, bis du umkippst. Will mit dir sein, aber geht nicht. Kein Platz für zwei in einem Käfig. Ich hasse mich. Kein Platz für zwei in deinem Käfig. So eine starke Zeile. Freunde, ich sag's auch wieder, ich hab's heute noch nicht gesagt, aber wir haben hier natürlich wieder ein Poster. Das wäre wieder so ein typisches Türposter. Typisches Türposter, TTP, typisches Türposter, Freunde. Könnt ihr euch auch die Abkürzung gerne mal merken, TTP einfach. Das ist übrigens auch, wenn ihr oben eine Website sucht, HTTP, steht da auch für halb typisches Türposter. Wissen die wenigsten, jetzt wisst ihr's, Freunde. Und das ist wieder ein HTTP hier. Sehr nice. Ziehst dann wieder mit den Jungs, bis du umkippst. Will mit dir sein, aber geht nicht. Kein Platz für zwei in einem Dann Käfig. Käfig. Ich hasse mich, dass ich dich lieb. Du lieb. Oh, wie dieser Beat denn ausgesetzt hast. Ich hasse mich, dass ich dich lieb. Beat hört auf, man hört die letzte Taste vom Klavier noch und dann setzt der Beat gleich wieder ein. So ein schöner Song allgemein vom Aufbau her, finde ich. Platz für zwei in einem Käfig. Ich hasse mich, dass ich dich lieb. Du liebst nur dich selbst. Den Fame und das Geld. Oh. Wieder Drogen bestellt. Kein Wort, das du hältst. Du liebst nur dich selbst. Ich lieg wieder. Ey, da habe ich jetzt tagelang Ohrwurm von. So ein schöner, aber gleichzeitig trauriger und emotionaler Song. Wach bis tief in die Nacht und du bist nicht da. Du liebst dich nur selbst. Den Fame und das Geld. Wieder Drogen Ey. Bestellt. Kein Wort, das du hältst. Dieser Song verkörpert alles, was ich an Elif liebe, einfach an ihrer Musik, an ihrer Person, so wisst ihr, wie ich meine? All diese Sachen, die sie so gut kann, hat sich hier komplett 100% reingesteckt. Du liebst dich nur selbst, ich lieg wieder wach, bis tief in die Nacht und du bist nicht da. Oh, schönes Ende auch. XOXO Elif. Ey, das war ein schöner Song, Mann. Das war ein richtig schöner Song. Richtig schöner Song. Richtig, richtig schöner Song, Mann. Ey, das ist halt wirklich all das, was ich an Elif liebe, hat sich hier zum Ausdruck gebracht. Wisst ihr, das Gefühlvolle. Ihre unglaubliche Voice Control, ihre Stimmfarbe an sich. Sie hat zwar beim zweiten Part nochmal einen anderen Rhythmus mit reingebracht von ihrer Stimme. Sie hat einen unglaublichen Beat hier mit dabei von Bee Gees. Holy shit, wie gut der ist, dass er sich ab und zu weiter wieder aufbaut, dass es aber auch ruhige Passagen gibt, so. Ich liebe diesen Song. Ich liebe diesen Song, weil er einfach das ausdrückt, was Elif für mich ausmacht, wisst ihr? Weil dieses Persönliche, dass man das mitfühlen kann, können für mich wenige Künstler irgendwie nur so richtig gut rüberbringen. Schöner Song, Mann. Richtig, richtig, richtig schöner Song, Freunde. Damn. Ey, wir werden uns auf jeden Fall, wenn es keine Probleme damit gibt, das O2 Live-Konzert geben. Eine halbe Stunde lang, Freunde. Macht euch auf ein, keine Ahnung, 40, 50-minütiges Elif-Video gefasst, ja. Ich freue mich da wirklich sehr doll drauf. Lasst mal eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh, so wie immer. Und ciao.